Schraubenschlüssel. Wahnsinn, ich kann das Ding wirklich steuern. Ruff, Megafon! Das ist bald genug. Die Fahrt ist hier zu Ende. Du hältst mich nicht auf. Ryder, wir müssen einen Mann aus dem Wasser holen und ein Riesenrad stoppen. Ich bin gleich bei dir, Wildcat. Zuma, du bist dran. Dein Einsatz. Geht sofort los! Rettungsring! Die Moto Patrol glaubt wohl, sie könnte mir den Spaß verderben. Schneekette, Blinker, steigt ein! Wir werden ihnen zeigen, was die Ruff Ruff Gang wirklich drauf hat! Das macht Spaß! Sie hauen ab, wir müssen was tun! Freunde? Für diesen Einsatz habe ich euch alle zur Moto Patrol ernannt. Haltet die Ruff Ruff Gang von der Stadt fern. Sky, Rubble, Rocky, Marshall, ich brauche euch. Geht klar. Schon unterwegs. Wir kommen. Guck, wo du hinrollst. Schon gut, schon gut. Und jetzt ist Ruhe auf den billigen Plätzen. Wir sind fast da. Wie können wir helfen? Wir müssen verhindern, dass das Motorriesenrad weiter Richtung Stadt fährt. Dafür müsst ihr die Straße absperren. Straßensperre kommt sofort! Ja, legen wir los! Jetzt fehlt nur noch ein Riesenstapel, um das Riesenrad aufzuhalten. Die glauben doch nicht ernsthaft, das schreckt mich ab. Ich werde sie einfach überrollen. Radkappe, an der Straßensperre kommen wir nie vorbei. Aber die Straße da drüben ist frei, bei der cool aussehenden Garage. Die gehört bestimmt den Motorradhunden. Eigentlich würde es ihnen ganz recht geschehen, wenn wir sie platt machen. Aber da wir schon mal auf dem Weg sind, fangen wir eben mit der Straßensperre an. Yeah! Sie hat gehalten. Na toll, und was jetzt, Radkappe? Jetzt kommt Krach und Krawall der Extraklasse von der unschlagbaren Ruff Ruff Gang. Wir fahren direkt auf. Ich weiß, wir fahren auf ihre Zentrale zu. Hört endlich auf, euch einzumischen. Sie fahren in Richtung Schlucht. Sie werden in die Tiefe stürzen. Wir müssen sie unbedingt aufhalten, bevor sie dort ankommen. Fertig, Wildcat? Ich weiß schon, was wir dafür brauchen. Rar, super Raketenantrieb. Hey, du musst anhalten. Ihr rollt auf die Schlucht zu. In die Schlucht? Nichts wie runter vom Riesenrad. Was, glaubt ihr wirklich einer dummen Katze mehr als mir? Um da hochzukommen, muss ich den Dreifach-Alley-Hop-Loop schaffen. Ich hoffe nur, dass ich ihn hinbekomme. Es ist die einzige Lösung, wenn ich den Hund retten will. Eins, zwei, drei. Ich hab's geschafft. Pfotenstark, Wildcat. Jetzt versuch mit der Wolle sein Rad zu blockieren. Das krieg ich hin. Rar, Vollknallwerfer. Pfotenstark, Wildcat. Ich wusste, du schaffst den Sprung. Gut gemacht. Das war hammermäßig. Was für eine Rettung. Dieses blöde Katzenspielzeug hält mich ganz bestimmt nicht auf. Ups. Hilfe! Netz! Los! Die Ruff Ruff Gang kommt bald wieder vorbei. Ruff Ruff Gang! Ruff Ruff Gang! Keine Angst, kleine miese Katze. Wir retten dich. Oh, du bist so süß. Ah, süß und sprunghaft. Oh. Pfoten weg, Kätzchen. Sonst setzt du das Luftkissen runter. In Gang. Komm, wir nehmen die Verfolgung auf.
so ein kleines, süßes Kätzchen nur so schnell fahren? Wow, Kätzchen, mir wird ja ganz schwindelig. Bleib dran, wir kriegen sie. Sie fährt auf uns zu. Übernimm das Steuer. Keine Sorge, Kätzchen. Es ist alles in Ordnung. So ist es brav, liebes Kätzchen. Jetzt bringen wir dich zurück an Land. Hä? Und machen dich wieder sauber. Kätzchen, nein, nicht! Komm zurück, mein süßes kleines Bitu. Mädchen hier sucht ihr entlaufenes Kätzchen namens Precious. Das ist sie. Kätzchen! Mein Skateboard! Oh, oh. Sie ist gerade auf einem Skateboard vorbeigesaust. Komm zurück! Precious! Mein Skateboard! Das süße kleine Mietze-Kätzchen hat mein Skateboard vermisst. Nochmal gut gegangen. Oder auch nicht. Wir müssen das Kätzchen finden. Ihre Besitzerin ist unterwegs. Zeit für deine Supernase, Chase. Ich brauche etwas, was nach ihr riecht. Ich habe ihr Bändchen. Aber sei vorsichtig damit. Sie ist da. Tschü, lang. Tschü. Sie ist in der Nähe. Precious ist mit diesem Skateboard gefahren. Gute Nase, Chase. Danke. Da oben. Kann sich kaum halten. Wir müssen ihr helfen. Marshall, ich brauche dich und dein Feuerwehrauto. Komm so schnell du kannst. Ich kann's kaum erwarten. Marshall, fahr schnell deine Leiter aus. Das Kätzchen ist da oben. Schon dabei. Vorsichtig, Marshall! Keine Angst, ich bring dich sicher nach unten. Komm her! Ich sehe nichts! Nicht loslassen, Marshall! Precious. Marshall, komm wieder runter! Ich komme! Hab dich! Ich hatte solche Angst, du kleines, unartiges Kätzchen. Bedanke dich bitte bei den tapferen Hündchen, die dich gerettet haben. Und bei Ryder. Danke, dass ihr mein Kätzchen gerettet habt. Ihr seid meine Helden. Auf Wiedersehen, süßes kleines Mieze-Kätzchen. Ich meine, gern geschehen. Danke. Denk dran, wird die Paw Patrol gebraucht, geh blau. Hast du was gefunden, Everest? Ich glaub schon. Sekunde. Hey, was macht denn die Katze hier? Huhu, Kätzchen, hast du dich verlaufen? Absolut keine Katze und keine Spur von den Bären. Was ist? Was ist das für ein ekliger Geruch? Da war ein Stinktier. Nicht so wichtig. Suchen wir weiter. Ich glaube, wir sollten da lang gehen. Okay. Aber vielleicht solltest du erst baden, du stinkst. Rocky, seit wann kümmerst du dich denn um Bäder? Es ist nur,
Du solltest den Gestank vielleicht abwaschen, bevor er hängen bleibt. Ich spring nachher in den Fluss. Jetzt müssen wir erstmal die Bären finden. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, hier ist Herr Pfeffer. Meine Gäste und ich sitzen in meinem Restaurant fest wegen eines unheimlichen, schrecklichen Wesens. Meinen Sie das Stinktier? Nun, ja. Weißt du, wie schwer es ist, den Geruch wieder loszuwerden? Keine Sorge, Herr Pfeffer. Wir kümmern uns drum. Kein Stinktier zu stinkig, keine Pfote zu klein. Alter, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Bleiben Sie erst mal drin. Wir wollen das Stinktier ja nicht noch verärgern. Herr Pfeffer, darf ich etwas Obst nehmen? Nimm dir, was du brauchst, Ryder. Äpfel, Nüsse, Bananen. Ein echter Leckerbissen für ein Stinktier. Die essen sonst nur Insekten. Rubble, vielleicht bekommst du das Stinktier irgendwie an Bord. Klar, wenn es das nicht anrührt, nehme ich es. Lecker. Das Stinktier hinkt ja. Warum wohl? Seht mal, es läuft nur auf zwei Pfoten. Ich glaube, es ist verletzt. Das würde auch erklären, warum es sich so merkwürdig verhält. Freunde, bevor wir es nach Hause bringen, müssen wir dem armen Stinktier helfen. Oh, oh. Gut, Marshall, du bist da. Du hast mich gefunden. Ich weiß, du magst den Geruch von dem Stinktier nicht. Aber wir brauchen dich jetzt, hörst du? Ja, Ryder, hab verstanden. Schon unterwegs. Du schaffst das, Marshall. Hallo, ich bin Marshall. Nett, dich zu riechen, kennenzulernen. Jetzt wollen wir gleich mal untersuchen, was dir fehlt. Entschuldigung. Das ist das Problem. Das ist ja ein großer Dorn. Ich wette, der tut weh. Das kriegen wir hin. Pinzette. Keine Angst. Ich zieh den nur raus. Dann geht es dir viel, viel besser. Hab ihn. Oh, warte mal. Da ist ja noch einer. Sekunde, der ist ja viel näher an der Gefahrenzone. Wenn ich nun niese und ihn erschrecke. Keine Sorge, Marshall. Ich mach das schon. Hallo. Ich zieh dir jetzt noch den zweiten Dorn raus. Du weißt, wer ich bin, nicht wahr? Nicht schlecht, Everest. Das Stinktier hatte einen schlimmen Tag. Wir bringen es jetzt zurück. Nein, Stinky, geh wieder auf den Wagen. Wie süß. Oh, oh. Das kitzelt an meiner Nase. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Bitte nicht ansprühen. Danke. Puh. Hurra! Vielen Dank, Hilfe auf vier Pfoten. Hilfe holen ist ganz leicht, egal wie stinkig, ein Anruf reicht. Also irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich weiß, das ist ein Lorbeerdorn. Kannst du uns zeigen, wo diese Beeren wachsen? Ich glaube, es will uns hinführen. Oh, hallo zusammen. Wie geht es euch? Oder sollte ich besser fragen, was macht ihr hier? Das gibt's doch nicht. Das sind doch nicht etwa... Oh, meine absoluten Lieblingsbeeren. Echt klasse. Danke, Freunde. Du musst dich bei dem echten Helfer bedanken. Unserem neuen Freund namens Stinky. Ein Stinktier, weg hier! Nein, Jake, lauf nicht weg. Ich glaube, Stinky hat genau die richtige Idee. Marshall, du hast jetzt ein A, B, G, F. Einen was? Einen allerbesten Gänschenfreund. Oh, entschuldige, Flauschi. Wiedersehen, Wildgänse. Der Abschied ist gekommen. Wir werden euch ganz bestimmt vermissen. Wo ist Flauschi? Flauschi, wo bist du?
Tauschi ist verschwunden. Wir müssen ihn finden, bevor sein Schwarm weiterzieht. Tauschi ist verschwunden? Oh je, kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Flauschi ist hier gewesen. Hört doch, das klingt nach Flauschi. Seht nur, da oben. Die Möwen wollen Flauschi das Essen wegnehmen. Das ist unfair, ihr seid viel größer. Flauschi fliegt zu mir. Er kann nicht. Einer seiner Flügel hängt in dem Plastikmüll fest. Er fällt gleich hinunter. Marshall, schnell. Du musst Flauschi vom Dach holen. Ich kann's kaum erwarten. Das ist nicht euer Brot. Ich komme, Flauschi. Nein. Benutze deinen Helm. Gut gemacht. Toll gefangen, Marshall. So, jetzt befreien wir dich davon. Alles gut. Flauschi, da fliegt dein Schwarm. Jetzt musst du dich aber beeilen. Sei nicht traurig, Flauschi. Wenn ihr zurück nach Norden fliegt, sehen wir dich wieder. Und wenn ihr wieder gen Süden fliegt, siehst du uns wieder. Und wenn es wieder nach Norden geht... Marshall, es wird höchste Zeit für Flauschi. Also los, immer schön kräftig mit den Flügeln schlagen. Wiedersehen, Flauschi. Ich glaube, er möchte hier bleiben. Wenn er jetzt nicht losfliegt, holt er den Schwarm nicht mehr ein. Ein kleines Gänseküken gehört zu seiner Familie, Marshall. Was sollen wir tun? Ich weiß etwas. Versprich mir bitte, dass wir nicht zu hoch fliegen. Ich meine, nicht höher als meine Nase. Marshall, seit wann hast du Höhenangst? Du bist doch gerade erst auf das Dach des Bahnhofs geklettert. Also gut, ich tue es. Dann heben wir ab. Diese Höhe ist in Ordnung. Also, das reicht jetzt wirklich. Komm schon, Flauschi, Zeit zu fliegen. Flieg, flieg. Gut so, Flauschi, du kannst es. Denk dran, Flauschi, wenn du uns brauchst, dann schnappt er ganz laut. Ich bin heute wieder besonders stolz auf euch. Ihr seid wirklich tolle Fellfreunde. Ich kann es! Chicoletta! Wow, du scheinst wirklich ein Pfötchen für Vögel zu haben. Wasser! Danke, Marshall. War wirklich eine Erfrischung. Ah! Oh, Seilrutsche. Hilfe! Tut mir leid, das war Mattea. Sie kann eben gut Stimmen nachmachen. Und jetzt hat sie eure nachgemacht. Stimmen nachmachen. Schraubendreher. Nein, Mattea. Das Baumhaus darf nicht auf das Nest fallen. Tracker, befestige das Baumhaus an deinen Kabeln. Kabel. Rocky, halt dich fest.
Rocky, halt dich fest! Rubble, schnell! Wir brauchen deinen Kran und den Greifer. Rubble ist der Retter! Puh, das wäre fast schief gegangen. Rocky, kannst du die Schrauben wieder festziehen? Jetzt mach schon. Du musst Schraubendreher sagen, so wie du es immer machst. Oh nein, er kriegt kein Wort mehr raus. Jetzt kommt er nicht mehr an sein Werkzeug ran. Wasser! Hey, Marshall, was machst du denn? Auch das noch. Kabel. Carlos, sag Mattea, sie soll hochfliegen und Rockys Stimme nachmachen. Damit sie an sein Werkzeug kommt. Verstehe. Ich versuch's. Mattea, möchtest du einen Cracker? Cracker? Achtung, Rocky, Cracker kommt. Jetzt mach schon. Na komm, Mattea, sei ein braver Vogel. Mal sehen, ob wir Mattea dazu bringen, das Wort Schraubendreher zu sagen. Mattea, sag Schraubendreher. Na komm, jetzt mach schon. Ja. Rubble ist der Retter. Schraubendreher. Ich hab es. Ja! Schraubendreher! Ah! Schraubendreher! Super, Rocky! Du schaffst das! Ja, gut so! Beeilt euch! Gut, Mattea! Und jetzt sag Hammer! Hammer! Ah! Hammer! Carlos, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Ich glaube, ich höre, wie die Schlangenbabys schlüpfen. Da sind sie! Oh, süß! Oh, toll! Oh. Pass auf! Bitte Vorsicht vor der Elefantendame. Vielen Dank. Achtung, da kommt ein Elefant. Auweia, jetzt ist das Problem größer geworden. Chase, such weiter nach Ellie. Rocky, wir benutzen deine Wurfmaschine, um Eunice in Sicherheit zu bringen. So machen wir es. Grün heißt los. Na dann, los. Glück, dass ihr da seid. Dieser Elefant hat keinen Termin. Komm her, ich hab was für dich, Eunice. Erdnüsse. Ich wusste, die Paw Patrol wird mir helfen. Hör zu, Rocky. Versuch, sie in Yumis Scheune zu locken. Ich fahr schon mal vor. Erdnüsse, leckere Erdnüsse. Komm, Eunice, schön mitkommen. Vielen Dank, Ryder. Brave Eunice, geh schön da rein. Warte, Eunice. Ganz ruhig. Ryder wird dein kleines Mädchen schon finden, Eunice. Gut, jetzt müssen wir uns nur noch um unser Elefantenbaby kümmern. Chase, hast du Ellie schon gefunden? Ich bin ihrer Spur bis zu Mr. Porters Restaurant gefolgt, aber hier ist sie nicht. Warte dort, wir sind gleich bei dir. Hier endet die Spur, Ryder. Hä?
Das könnte Ellie gewesen sein. Hm. Sie ist darauf geklettert. Oh. Genau wie bei der Zirkusvorstellung. Ellie klettert nämlich gern. Oh nein. Sie springt übrigens auch gern. Das ist ihr tollstes Kunststück. Aber im Zirkus springt sie auf ein Trampolin. Hm. Rocky, wo ist die Luftmatratze, auf der ihr vorhin gesprungen seid? In meinem Wagen. Alt an Jahren, trotzdem aufbewahren. Wir brauchen sie, bevor Ellie ihr Sprungkunststück vorführt. Die Luftmatratze ist ganz schlapp. Ich puste sie auf. Chase, dein Megafon. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken zeigt uns die fantastische Ellie ein gewagtes Kunststück. Mr. Porter, fertig? Fertig. Toll, Opa, du hast die Vorstellung gerettet. Juhu. Jetzt kommt der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Ellie, der Elefant und ihr spektakulärer Sprung. Ja! Oh, sind die süß. Ich meine, wie gut, dass wir sie gefunden haben. Danke, Ryder. Du und deine Fellfreunde, ihr habt meinen Zirkus gerettet. Das haben wir gern getan. Denn wer uns braucht, der gibt laut. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine lieben Freunde. Und nun das Kunststück, das ich am besten in ganz Adventure Bay beherrsche. Leckerli Zielwurf für meine braven Fellfreunde. Oh ja. Ihr seid ganz groß. Was wäre ohne euch groß? Wow, komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar, folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. Warum läuft denn das Wasser überhaupt? Ich habe den Schlauch völlig vergessen, als wir reingegangen sind. Ryder, ich habe Leckerliese. Gut gemacht, Marshall. Robohund, hilf ihnen beim Einsteigen. Los, heb sie hoch. Na, was meint ihr? Fahren wir rüber zu Bauer Alfred? Und los, das erste Schaf ist im Käfig. Hey, nicht so stürmisch, Flauschi. Gerade noch mal gut gegangen. Captain Ryder? Wie soll ich die große Kuhlinda in den kleinen Käfig bekommen? Rocky, wir brauchen sowas wie eine Brücke, über die Kuhlinda zu uns rüberlaufen kann. Stimmt. Was könnte ich dafür nehmen? Ich brauche etwas, das lang, flach und stabil ist. Das Brett von Meckerliese. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Guck mal, wir haben extra eine Kuhbrücke für dich gebaut. Na los, geh zu Bauer Alfred. Da siehst du, nichts passiert. Bald ist alles beim Alten. Da ist der Wasserhahn. Pfotenstark. Der wird jetzt zugedreht. Ryder, der Wasserhahn ist zugedreht. Gut gemacht, Zuma. Ganz ruhig, kein Grund zur Aufregung. Ryder, die Tiere fühlen sich nicht wohl auf dem Wasser. Ich weiß, wer sie beruhigen kann. Zuma, versuch's doch mal mit Hunde-Yoga. Okay. Einatmen. Langsam ausatmen. Sehr gut, Zuma. Aber wir können nicht für immer auf dem Wasser bleiben. So was Dummes hätte ich doch nur den Felsbrocken vom Gully geschoben. Also darum läuft das Wasser nicht ab. Der Abfluss ist blockiert. Das kriegen wir schon hin. Rubble, du musst den Stein wegschieben, damit das Wasser abläuft. Na gut, dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Das ist ja ein echter Brocken.
aber den kriege ich weg. Ryder, ich hab's geschafft. Du musst ganz schnell wegschwimmen, Rubble. Abfließendes Wasser ist wie ein Strudel. Alles klar, Rückwärtsgang. Ich brauche ein bisschen mehr Schubkraft. Oh, oh. Wahnsinn, das Wasser fließt ganz schön schnell ab. Was? Ryder, ich komme hier alleine nicht weg. Halt dich gut fest, Rubble. Wir kommen sofort. Zuma, Rocky, wir müssen ganz schnell los. Geht klar, Ryder. Ihr ist schon ganz schwindelig. Anhalten sofort. Passt auf, dass ihr nicht zu nah rankommt. Sonst werdet ihr genau wie Rubble von dem Strudel mitgerissen. Aber wie sollen wir Rubble da wegziehen? Wir müssen ihn irgendwie einfangen. Ein Seil würde uns helfen. Oder ein Schlauch. Rocky, du klemmst den Schlauch ein, so fest du kannst. Zuma, halt dich bereit. Ryder! Na los, Rocky, Rückwärtsgang. Zuma, zieh Rocky mit deinem Greifer zurück. Puh. Festhalten, Rubble, wir haben es fast geschafft. Geht es dir gut, Rubble? Ja, bestens. Und jetzt weiß ich endlich, wie sich die Blubberblasen in der Badewanne fühlen. Vielen Dank für alles, Paw Patrol. Ihr habt meinen Hof gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Bauer Alfred, ich hab vergessen, das Wasser abzustellen. Ups. Tut mir leid. Jeder macht mal einen Fehler. Aber du kannst helfen, ein paar nasse Schafe abzutrocknen. Los, flieg weg! Kusch, Kusch! Tut mir leid für euch, aber ihr bekommt die Schildkröten nicht. Die Schildkröten überqueren die Straße. Chase, die Autos. Ein klarer Fall für Chase. Tut mir leid, Umleitung. Hier ist vorübergehend eine Meeresschildkrötenüberquerungszone. So ist es richtig, Schildkrötchen. Schön zusammenbleiben, dann fliege ich die Straße überqueren. Wieso haben die Schildkröten denn ihre Eier bloß hier drüben abgelegt? Schildkröten legen ihre Eier jedes Jahr am selben Platz ab. Wahrscheinlich gab es diese Straße hier früher gar nicht. Vielleicht sind sie früher durch diesen Gully gekrochen. Unter der Straße hindurch bis hierher, durch diesen Tunnel. Aber jetzt ist er mit Sand blockiert. Kannst du ihn freimachen, Rubble? So sicher, wie ich mich beim Bauchkraulen auf den Rücken werfe und winde wie ein Wurm. Natürlich kann ich das. Wenn Rubble den Tunnel wieder freigemacht hat, müssen die Schildkröten nie wieder die Straße überqueren, um ins Wasser zu kommen. Packen wir es an! Oh nein! Ein Sturm! Riesige Wellen! Das Schiff kentert! Oh, was machen die kleinen Schildkröten denn hier am Wasser? Seht mal, ich habe sie gerettet. Wieso hast du die Schildkröten zurückgebracht? Sie wollten gerade direkt ins Wasser gehen. Da gehören sie ja auch hin. Ins Wasser? Ja, Meeresschildkröten verbringen einen Großteil ihres Lebens im Wasser. Rubble baggert den Tunnel unter der Straße wieder frei, damit sie sicher ins Meer kommen. Oh, dann bringe ich sie schnell wieder zurück. Warte, Alex. Weißt du noch, was Katie gesagt hat? Man sollte die Schildkröten nicht berühren. Kein Mensch und kein Fellfreund sollte sie anfassen. Sie schaffen das allein. Los, Schildkröten, los! Die Öffnung ist zu klein für meine Baggerschaufel. Dann kriegen wir den Tunnel nicht frei? Ich sagte zu klein für meine Baggerschaufel, aber doch nicht für die Rubble-Spezialschaufel. Haut ab, ihr blöden Möwen!
doch Zumas Surfdingsbums. Alex Potter, Surfdingsbums, Weltmeister! Sky, ich kann ja nicht hinsehen. Sie hat ihn. Ich wusste, sie schafft es. Ja! Ja, Sky! Ja. Tolles Manöver! Ja, Sky! Gerettet! Du hast es geschafft. Ich hatte ja solche Angst. Ich meine, echt toller Flug. Ja, du hast mich gerettet, Sky. Gern geschehen. Das war ja mein Job. Oh ja, genau da. Rubble, du hast es geschafft. Gut gemacht. Jetzt haben die Schildkröten für viele Jahre einen sicheren Weg zum Meer. Leute, seht mal. Sie benutzen den Tunnel. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Wird die Paw Patrol gebraucht? Gebt laut! Yeah! Kamera! Hey, das sieht aus wie eine Fährte. Ja, das sind Triceratops-Spuren. Aber was sind das für Dinger? Seetangchips? Sky, wir haben eine Spur. Du musst der Flugkamera folgen. Ja, wird gemacht. Oh, flieg weg, fürchterliches Flatterwesen! Solange der Flugsaurier da ist, wird Sky nicht nah genug rankommen. Captain Tollpatsch, werfen Sie die Chips weg, sofort! Aber sie sind so köstlich und knusprig! Chase, wir müssen ihn unbedingt ablenken. Ruff, Tennisballkanone! Flugsaurier sind wir los. Sky, das ist deine Chance. Ruff! Rettungsgurt! Halten Sie sich am Gurt fest! Ich bin der Mutigere von uns beiden. Ich lasse dir den Vortritt, Cousin. Mir? Aber ich bin der couragierte Cousin. Los, du gehst zuerst. Ah! Danke! Einen haben wir, einen muss ich noch holen. Ruff! Fernsichtbrille! Diese schnappenden Pflanzen machen die Rettung schwierig. Ich muss den Gurt erwischen. Der Dino läuft einfach zu schnell. Er fliegt und zugenäht. Oh, Dino Poco. Halb so schlimm, Fosfor. Ich hab sie gleich. Auch das noch mitten in eine Teergrube. Man könnte wirklich sagen, ich stecke tief in der Patsche. Ryder, der Dino schafft es nicht, die Felswand draufzuklettern. Und François steckt im Schlamm fest. Helft mir bitte, ich versinke. Und dieser Teer stinkt grauenvoll. Geht gleich los, François. Robohund, bring den Dino-Patroller. Sky, du kommst zur Teergrube. Alles klar. Oh, welch ein Glück, die Nahaufnahme, die ich immer haben wollte, wenn ich nur die Arme rauskriegen würde. Oh, eine neue Frisur. Sehr schick. Nein, 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 zurück mit dir. Ein paar Chips sind es nicht wert, in diesem Teer stecken zu bleiben. Das würde dir nicht gefallen, das kannst du mir glauben. Ryder, wir müssen die beiden sofort da rausholen. Robohund, senke den Greifer vom Dino-Patroller in die Grube. Versuch, den Dino zu beruhigen. Ja, mach ich. Oh, oh, oh. Ganz
ruhig, ganz ruhig. Wir holen dich hier raus. Nur noch anschnallen. Roar, roar. Keine Angst, mein Freund. Alles wird gut. So, Robohund, rauf mit ihm. Gut gemacht. Und jetzt holen wir François. Beeilt euch! Ich stecke schon bis zur Brust im Teer. François, gut festhalten. Aber ich krieg meine Arme nicht mehr raus. Ich versuch's mal. Dino-Kralle! Merci, Rex. Robohund, du kannst sie rausheben. In Ordnung, Rex. Und jetzt du. Ja, endlich sind wir in Sicherheit. Und es gibt sogar noch Chips. Und nein. Oh, ich bin froh, dass es dir wieder besser geht. Danke für die Rettung aus dem prähistorischen Pulverfass, Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Das ist der Moment, euch meine Fotos zu präsentieren. François, war deine Kamera nicht schwarz vor Schlamm? Nein, meine Fotos sind unglaublich. Fantastisch, François. Ganz ehrlich, ich glaube, du wurdest noch nie so gut getroffen. Dino-Kralle! Eins, zwei, drei und ziehen! Kolossale Kooperation, Freunde! Es geht los, Sky! Dann hol das Baby mal da raus! Rettungsgurt! Leg den Gurt an, Kleiner! Ich weiß, du schaffst das! So ist's gut! Und bereit! Das hast du gut gemacht, Rex! Sky, hoch mit ihm! Es geht aufwärts! Jetzt muss ich nur noch einen guten Landeplatz für dich finden. Was war das? Nicht so rumzappeln, Baby Dino! Halte durch, du hast es gleich geschafft! Oh je, das war vielleicht knapp. Das klingt, als käme das ganz aus der Nähe. Das ist ein T-Rex. Er ist der König der Dinosaurier. Es hört sich aber nicht so an, als wenn er glücklich wäre. Sky, kannst du ihn sehen? Ich hab ihn entdeckt. Der Grund für die Bissspuren an den Bäumen. Ein T-Rex frisst normalerweise keine Bäume. Und Felsen frisst er schon gar nicht. Wir müssen herausfinden, was er hat, bevor er die Dino-Wildnis zerstört. Rauf mit dir, Tina. Rauf mit dir, Benny. Du verstehen, was er sagt? Hauptsächlich? Aua, mein Maul tut weh. Oh, dem superstarken Saurier schmerzt die Schnauze? Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, warum er nach allem schnappt. Oh. Sky, schaffst du es, einen Blick in sein Maul zu werfen? Ich versuche es mit einer Großaufnahme. Ruff, Fernsichtbrille. Oh, oh, dem T-Rex klemmt ein Ast zwischen den Zähnen. Ich wette, der T-Rex versucht, ihn loszuwerden, indem er in alles reinbeißt. Ein Dino-Dental-Dilemma! Ducken! Wie kriegen wir den Ast zwischen seinen Zähnen raus? Hey, Ryder, wie hat Kati das Trockenfutter aus Marshalls Zähnen geholt? Na klar, mit einem Wasserstrahl, das funktioniert beim T-Rex vielleicht auch. Marshall, komm ganz schnell hierher und bring deine Wasserdüsen mit. Ein T-Rex braucht eine gründliche Zahnreinigung. Ein T-Rex? Ich bin bereit. Wuff, wuff, Rettungshund. Oh, ich hoffe, Marshall ist hier, bevor der T-Rex die ganze Dino-Wildnis zerstört. Oh, endlich ist er wieder bei seiner Mama. Hoffentlich tut der T-Rex den beiden nichts.
Marshall, schnell! Du musst mit deinen Wasserdüsen den Ast aus dem Gebiss vom T-Rex spülen. Beeil dich! Wasserdüsen! So, und jetzt sag brav A! Ich komme nicht nah genug an sein Gebiss. Ein Dino-Zahnarzt hat es wirklich nicht leicht. Wir müssen Marshall irgendwie höher heben. Der alte Pünktliche! Das ist ein Geysir, der jede Stunde Wasser ausstößt. Ja, und gleich ist es wieder soweit. Gute Idee. Marshall, du fährst direkt über das Geysirloch. Und Rex, du überredest den T-Rex, sich zu Marshall umzudrehen. Hallo? Ja, du! Ich heiße übrigens auch Rex. Hast du das gewusst? Hoppla, das ist aber hoch. Oh oh. Marshall, los! Dann wollen wir mal. Alles gut, er ist wieder fröhlich. Und er sagt Danke. Paw Patrol, ihr habt einen Dino gerettet. Gratulation zu guter Arbeit. Dankeschön, Tina. Wenn wieder mal ein Dino unsere Hilfe braucht, ein Anruf reicht. Achte darauf, dass die Rinne schön breit wird, Rubble. Der Kleine braucht viel Platz. Packen wir's an. Die Flut ist fast da. Das Wasser müsste reichen, um das Walbaby rauszuschwemmen. Und das Wasser? Komm schon! Höher! Höher! Ah. Los doch, Wasser! Höher! Ich befürchte ernsthaft, höher wird das Wasser nicht mehr steigen. Vielleicht kriegen wir den kleinen Wal ins Wasser, wenn wir kräftig schieben. Sind alle bereit? Eins, zwei, drei, schieben! Gesundheit. Entschuldigung, besteht eventuell die Möglichkeit, dass die Paw Patrol mich von hier runterholt? Hey, das klingt nach noch einem Wal. Gut möglich. Wale verständigen sich über ihre Gesänge. Es ist ein anderer Wal. Ich wette, das ist die Mutter. Sie schwimmt direkt auf uns zu. Gute Nachrichten, deine Mama kommt. Das sehe ich anders. Wenn Mama Wal zu nah heranschwimmt, strandet sie womöglich auch. Zwei gestrandete Wale wären zwei Wale zu viel. Captain Turbot, sind Wale nicht sehr geräuschempfindlich? Oh ja, eine ausgewachsene Kakophonie. Ich meine, ausgewachsener Lärm schreckt sie ab. Dann müssen wir mächtig Radau veranstalten, um seine Mama aufzuhalten. Du solltest dir lieber die Ohren zuhalten. Jetzt wird's laut! Sie wird langsamer. Gut, aber besser wäre es, wenn sie umdreht. Marshall, geht es noch etwas lauter? Ja, sie schwimmt weg! Das ist wunderbar! Wer weiß, wie lange sie da draußen bleibt. Wir müssen den Babywal wieder ins Wasser schaffen. Schnell! Oh, die Flut ist noch nicht hoch genug. Ich weiß, vielleicht hat Rocky etwas, was wir als Rutsche benutzen können, um das Walbaby ins Wasser zu bekommen. So was haben wir doch heute Morgen im Park benutzt. Perfekt! Danke, dass du so schnell gekommen bist, Rocky. Rocky kommt zur Rettung! Okay, Rocky, jetzt roll es in die Rinne. Perfekt. Marshall, spritz es nass, damit es schön rutschig wird. Aber sicher doch. Ausgezeichnet. Also dann, alle Pfoten packen an. Eins, zwei, drei und schieben. Ja! Nein, jetzt bin ich nass. Seht nur. Wiedersehen, kleines Wal.
Was hast du, Rubble? Nur Sand im Auge. Hat einer von euch Fellfreunden vielleicht Hunger? Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch, ich auch. Na ja, ich weiß, ich bin streng genommen kein Hund, aber Hunger habe ich auch. Und deswegen habe ich auch immer ein Stückchen getrockneten Tintenfisch dabei. Sehr lecker. Mal abbeißen? Nein, danke, lieber nicht. Hier, das ist für euch. Ich finde, wir haben uns alle einen Strandtag verdient. Ihr Kleinen seid ganz groß. Was wäre ohne euch bloß? Jetzt ist zu spielen Zeit, denn nur von weit und breit. Pa 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 Patrol. Pa 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 Patrol. Pa 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 Patrol. Pa 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 Patrol. Die Krähen haben das Hutband der Bürgermeisterin gestohlen. Wir müssen es finden. Kleiner Tut, ich möchte, dass du die ganze Bucht abfliegst und nach den Krähen suchst. Katzi, du wirst mit deinen scharfen Krallen den Baum raufklettern, wenn wir ihr Nest gefunden haben. Und alle anderen feuern die beiden an. Du sagst es, Henrietta. Die Helfer auf Minipfoten legen los. Und du bist die Letzte. Na endlich, die Krähen. Wir haben sie gefunden. Schnell, kleiner Tut, du musst ihnen folgen. Entschuldige, gefiederter Freund, aber ich musste jetzt zur Hutfeier blasen. Ich spendiere meinem schönen Schiff sogar eine Strumpfkappe. Captain Tollpatsch, haben Sie die Krähen gesehen? Nein, tut mir leid. Ich habe nur Möwen fliegen sehen. Okay, danke. Komm, kleiner Tut, wir suchen weiter. Wir haben sie eingeholt, Mini Patrol. Gut gemacht. Und da ist ihr Nest. Katzi, du bist dran. Klettere rauf und sieh nach. Du hast recht. Das mache ich lieber selbst. Ich sehe das Hutband von der Bürgermeisterin. Und noch ganz viele andere Sachen, die nicht in ein Nest gehören. Die Mini Patrol hat die Krähendiebe gefunden. Juhu! Ah! Mini Patrol! Hilfe! Hilfe! Na bitte, hab ich dich! Hilfe! Ruff, ruff, Brille! Hilfe! Oh, oh! Ryder, bitte komm! Ich hab den Windsack gefunden, aber Alex braucht die Hilfe der Fellfreunde in der Stadt. Ich mach mich sofort auf den Weg. Marshall, Chase, wir treffen uns in der Stadt. Gut, wir kommen. Sofort. Keine Angst, Alex, wir holen dich da runter. Beeilt euch, Ryder. Marshall, fahr deine Leiter aus. Leiter hoch. Vorsicht, Marshall. Nichts passiert. Oh. Chase, schnell, dein Netz. Wuh. Netz. Puh. Danke, Paw Patrol. Hey, ich hab ein... Oh, das war mal ein Nest. Da ist unser Spielzeug. Und mein Hutband. Und meine Hosenknöpfe. Hoppla. Danke, Fellfreunde. Das verdanken Sie nicht uns, sondern Alex und der Mini Patrol. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Tut mir leid, dass euer Nest kaputt gegangen ist. Vielleicht finden wir ein neues Nest. Es muss etwas sein, das rund ist und auch weich. Also, ich glaube, ich hab da was, das nicht nur rund ist, sondern auch weich. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Was?
Ich habe das Gefühl, die Vögel mögen mich. Ich wünsche allen eine fröhliche Hutfeier. Wahnsinn! Die haben ja alle richtig tolle Hüte. Ja, das stimmt. Sogar die Krähen. Also dann, Everest, wie wär's, wenn du mit deinem Wurfhaken den Eisklotz rausziehst? Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Wurfhaken! Das hast du toll gemacht, Everest. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, Rubble. Was ist denn los? Das ist der Babywal. Der ist so süß. Du musst sehr einsam gewesen sein da unten, nicht wahr? Hey, das ist aber kalt. Da hast du wohl Spaß dran. Nichts abgekriegt. Wahrscheinlich weiß der Wal, dass ich kein Wasser mag. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Hey, hallo Kumpel. Gib mir mal deine Flosse. Und jetzt bitte... Oh, oh. Kalt! Hilfe! Ja! Gut gemacht, Kumpel! Zuma, Rubble ist im Wasser. Du musst ihm mit deinem Flugrucksack raushelfen. Dann geht's jetzt ab ins Wasser. Und jetzt Marshall. Rubble braucht eine schöne warme Decke, sobald Zuma ihn aus dem eisigen Wasser geholt hat. Ich bin bereit, Ryder. Ruff, ruff, Rettungshund. Gut gefangen. Ja. Danke, Zuma. Ich wäre beinahe zu einem Eis am Stiel geworden. Ich bin echt froh, dass ich keinen Spritzer Wasser abgekriegt habe. Igitt und... Sanitäter Marshall ist im Landeanflug. Du hattest eine Decke bestellt, stimmt's? Danke, Marshall. Freunde, wir müssen den Babywal zurück ins Meer bringen. Los, kommt! Komm schon, kleiner Wal, los! Komm schon, Babywal! Du kannst das! Komm schon, Babywal, spring! Du schaffst das! Ich glaube, er versteht mich nicht. Na klar, der Babywal spielt gern. Vielleicht bekommen wir ihn dazu, fangen zu spielen. Everest, meinst du, wenn du auf dem Snowboard fährst, verfolgt dich der Wal? Sicher! Fang mich doch! Snowboard! Wetten, du kriegst mich nicht, Baby? Komm, fang mich doch! Nicht schlecht, Babykumpel. Gleich nochmal. So wie ich. Beeilt euch, Freunde. Ja, der Wal spielt echt gern mit dir. Fang mich doch! Seht euch das an. Wahnsinn. Das war wahrlich. Die Walmama meint damit, Dankeschön. Gerne geschehen. Die Paw Patrol war so wunderbar, dass der wasserliebende Wal wieder mit seiner Familie vereint ist. Hilfe holen ist leicht, auch bei einem Riesenproblem. Ein Anruf reicht. Hab dich. Du bist dran. Wuff,
Leckerli-Werfer! Wow, jetzt ist nicht nur ein Bär auf dem Baum, jetzt sind es drei. Sky, du musst Danny jetzt vom Baum holen. Geht klar. Draufgänger Danny, du musst dir den Gurt schnappen. Ich heiße Draufgänger Danny X und ich versuch's ja. Ich hab ihn. Dann bring ich dich jetzt weg von hier. Eine coole Aussicht. Jetzt setz mich bitte ab. Bitte, bitte. Hä? Jetzt sind die Bären in Schwierigkeiten. Seht mal. Die armen Bären. Wenn wir sie nicht bald von dem Baum holen, könnten sie runterfallen. Sie müssen wieder den Stamm runterklettern. Sie haben zu große Angst, um sich zu rühren. Wenn sie vorhin auf die Leckerlis scharf waren, dann locken wir die Bären eben damit zurück. Chase, wirf mir Honigleckerlis ab. Okay, ich habe aber nur noch ein Leckerli übrig. Hm, ein Leckerli? Na gut, das benutzen wir als Bärenköder. Wir kleben es irgendwo fest, zum Beispiel an einem Stock oder an Marshalls Leiter. Marshall, komm so schnell wie möglich auf Jakes Berg. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Super. Wir brauchen nämlich deine Feuerwehrleiter, um drei Bären zu retten. Bären? Ich meine, okay, ich bin unterwegs. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Leckerli am Ende von Marshalls Leiter anbringen. Oh, ich habe zufällig ein Glas Honig in meiner Tasche. Hier, das Zeug ist total klebrig. Klasse, hört sich super an. Los, fangen wir an. Bin fast da. Mach Platz. Geschafft. Aber wo sind die Bären? Ganz oben auf dem Baum. Sieh mal hin. Du musst deine Leiter zu ihnen ausfahren, damit sie das Honigleckerli riechen. Verstanden. Ruff, ruff. Leiter hoch. Sie scheinen das Honigleckerli zu bemerken. Gut gemacht, Marshall. Jetzt zieh die Leiter schön langsam zurück. Dann folgen die Bären und sind in Sicherheit. Dann sind sie nah bei mir. Aber ist schon okay. Ruh, ruh. Leiter einziehen. Oh, oh. Halt die Leiter an, Marshall. Sollen sie sich ruhig das Leckerli nehmen. Oh, nein. Chase, wirf dein Netz sofort. Wuff. Netz. Und jetzt führe ich die Bärenfamilie zurück. Dann können sie schön lange schlummern. Die Bären kommen aber ganz schön nah ran an Everest. Seht mal, Bären. Mehr Honig. Hier lang. Passt auf, Delfine! Tut mir leid, Rüsselchen ist ein Neuling. Ich muss ihn stoppen, bevor ihn irgendjemand reinfährt. So wie ich? Rüsselchen, nein, 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 nein! Oh nein, mein Segel ist kaputt und ich sitze völlig fest hier. Hey, Zuma, ist alles okay? Nichts passiert. Aber von meinem Windsurfbrett kann ich das nicht behaupten. Rocky kann es reparieren. Rocky, setz dein Floß ein. Gute Idee. Floß. So, jetzt bringen wir es an Bord. Geht klar. Kran. Langsam, langsam.
Keine Sorge, ich bin Experte. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Igitt, wieso muss das Wasser in der Bucht so nass sein? Keine Sorge, Rocky. Ich hab dich. Viel besser. Also, was meinst du, Rocky? Ich meine, es ist hoffnungslos. Hoffnungslos? Hoffnungslos mit den Teilen, die ich hier habe. Die sind zu beschädigt. So was Doofes aber auch. Was sollen wir jetzt tun? Ich baue einfach eins aus den Recyclingstoffen im Laderaum. Hey, pass auf mit den tollen Sachen. Entschuldigung. Was willst du denn damit anfangen? Ich klebe die Pyjamas und die langen Unterhosen zusammen. Daraus wird ein Segel. Jetzt brauche ich nur noch etwas für den Mast. Was ist mit dem Holz da? Perfekt. Hey, Walli, willst du noch mal springen für eine Belohnung aus kaltem, kuriosem Quallenfleisch? Super Sprung, Kumpel! Hä? Ein surfendes Schwein? Eigenartig. Das neue Brett rockt! Danke! Captain Tollpatsch! Ryder, ich habe eben das verrückteste Windsurf-Wunder gesehen, das es gibt. Soll ich raten? Ein windsurfendes Schwein, nicht wahr? Ha. Wir sind unterwegs, Captain. Rüsselchen ist in der Nähe der Flunder. Dann los! Pass auf, Walli! Oh nein! Schwein über Bord! Zuma, halt dich bereit und folg mir unter Wasser zu Rüsselchen. Tauchmodus! Rocky, wir benutzen deine Seilwinde, um ihn wieder hochzuziehen. Verstanden, Ryder. Toll gemacht, Ryder! Okay, Rocky, wirf die Winde an. Gute Idee, Walli. Ich glaube, Rüsselchen hätte gerne eins deiner Leckerlis. So, jetzt bringen wir ihn wieder an Land. Rüsselchen, wie geht's dir? Wir gehen lieber auf Nummer sicher, Bauer Alfred. Thermometer. Sag mal A. Temperatur ist normal. Röntgenbild. Es ist alles so, wie es sein soll. Er scheint nicht mal seekrank zu sein. Jetzt kann kein Öl mehr auslaufen, bis das Leck in der Werft repariert worden ist. Danke, Ryder. Gern geschehen. Und jetzt wird es Zeit, das Waljunge sauber zu machen. Wissen Sie, wo es ist, Captain? Nein, weiß ich nicht, Ryder. Aber es kann nicht weit sein. Wir müssen das Kleine an den Strand bringen, damit Marshall und Katie es säubern können. Haben Sie etwas dabei, um es anzulocken? Ich habe jede Menge Fisch an Bord. Toll! Zuma, dein Rettungsring. Rettungsring! Captain, wenn Sie den Rettungsring mit Fisch bestücken, folgt das Waljunge Zuma vielleicht in Richtung Strand. Gute Idee, Ryder! Ich glaube, es funktioniert! Komm mit und hol dir den Fisch! Katie, Marshall! Es geht los! Heute ist riesengroßer Waschtag. Bin ich froh, dass ich meinen Schrubber mitgebracht habe. Keine Sorge, wir machen dich sauber und du bekommst Häppchen. Das ist nicht reizende Spezialseife, um das Öl abzubekommen. Keine Angst, es fühlt sich gut an. Siehst du, Seife ist gar nicht schlimm.
Jetzt müssen wir verhindern, dass das Öl sich ausbreitet. Womit sollen wir einen so großen Ölteppich beseitigen? Mir kommt da gerade so ein Gedanke. Toll, Rocky. Das sind ja tonnenweise Handtücher. Ja, Kumpel, 100 Punkte. Alle Fellfreunde haben mitgeholfen. Wir müssen Adventure Bay doch retten. Also los. Wir verdrehen die Handtücher, dann knoten wir sie zusammen. So bekommen wir eine Art Wischmopp, den wir über das Wasser ziehen können, um das Öl aufzunehmen. Seht her. Seht ihr, wie es das Wasser aufsaugt? Und das funktioniert auch mit Öl. Toll! Ich verstehe. Aber wir müssen viele Handtücher verknoten. Wie gut, dass wir die richtigen Werkzeuge haben. Greifzange! Gute Idee, Rocky. Dann mal los, Leute. Gut gemacht, Zuma. Wir haben den Ölteppich eingedämmt. Das Öl kann keinen Schaden mehr anrichten. Juhu! Fertig. Und jetzt? Abspülen. Schlauch. Ich hab wohl auch ein Bad gebraucht. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich wette, du vermisst deine Mami. Oh, ich glaube, sie wartet schon auf dich. Ryder, der Tanker fährt zur Reparatur in die Werft und deine Handtuchbarriere hat das Öl in der Bucht eingedämmt. Die Paw Patrol und du waren wirklich die Rettung. Schön, dass wir helfen konnten, Captain. Wird die Paw Patrol gebraucht, geben sie einfach laut. Was haben sie gesagt? Ich glaube, sie sagen Danke. Hey, habt ihr das gehört? Ihr wart absolut großartig, Fellfreunde. Da wäre noch eine Sache. Sky, du weißt, was zu tun ist. Aber natürlich, Ryder. Ja! 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 Ihr Kleinen seid ganz groß. Was wären wir ohne euch los? Jetzt ist zu spielen Zeit, kein Notfall weit und bleibt. Die Wale sind gefüttert. Jetzt wird es Zeit für euer Futterfell, Freunde. Ab in die Zentrale. Warte mal, da sind noch mehr Hufspuren. Sie ist tiefer in die Schlucht reingelaufen. Ich hab sie gefunden. Ryder, sie ist in die Schlucht gestürzt. Wir sind unterwegs. Gut gemacht. Polly! Polly! Komm schon her. Wir sind hier unten, Ryder. Da bist du ja, Polly. Jetzt geht es nach Hause. Das ist zu steil. Sie kommt da nicht hoch. Und sie ist zu groß für meinen Rettungsgurt, Ryder. Zu schade, dass die Schlucht keine Stufen hat. Noch nicht. Aber Rubble könnte die bauen. Rubble, wir brauchen dich. Rubble ist der Retter. Robohund, bring den Paw Patroller, damit wir Polly zurückfahren können. Das ging aber schnell, Rubble. Die Schlucht ist zu tief. Polly kann da nicht rausklettern. Deswegen möchte ich, dass du eine Treppe baust. Das mache ich. Stufe für Stufe. Schaufel. Das machst du toll. Danke. Ich stehe auf Graben. Du kriegst einen gerösteten Marshmallow für jede Stufe. Abgemacht. Das ist die erste. Und fertig. Ryder, ich glaube, Polly weiß nicht, wie man eine Treppe hochgeht. Du hast recht. Dann muss ich wohl mit ihr aus der Schlucht reiten. Chase, wir brauchen deine Seilrutsche. Ja, geht klar, Ryder. Wuff, Seilrutsche. Jetzt kommt der lustige Teil. Jeha! Bist du bereit, Polly? Gut gefangen. Denkst du, wir schaffen den Anstieg? Ganz ruhig. Schön langsam. So ist das gut. Braves, Conny! Das war ganz toll!
Trink etwas Wasser. Jetzt geht es zurück ins Lager. Okay, Robohund. Fahr vor, damit wir alle einladen können. Der Paw Patroller hängt fest. Wir brauchen deine Seilwinde, Chase. Verstanden, Ryder. Wuff, Seilwinde. Und jetzt ziehen. Wir brauchen noch ein paar helfende Pfoten. Seid ihr alle bereit? Los! Wir schaffen das. Wir schaffen das nicht. Wir haben nicht genug Pferdestärken, Ryder. Wer braucht Pferdestärken, wenn wir Ponystärke haben? Stimmt's, Polly? Polly, probier den mal. Rettungsring. Okay, Fellfreunde, zieht. Gemacht, Freunde. Danke sehr, Polly. Die Paw Patrol! Ihr müsst meine Glocke retten. Taschenhuhn retten. Taschenhuhn. Glocke. Taschenhuhn. Glocke. Taschenhuhn. Glocke. Schon gut, schon gut. Wir tun unser Bestes. Danke. Wie geht's den dreien da unten? Sieh es dir auf der CBSEEN-Handy-App an. Lassen Sie mal sehen, lassen Sie mal sehen. Licht an. Licht aus, Licht an, Licht aus. Keine Panik, Chicaletta. Mami holt dich da raus. Nebelhorn. Nach unten. Nach oben. Nach unten, nach oben, nach unten. Links. Rechts, links, rechts, links. Jetzt bin ich verwirrt. Nach oben. Links, 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 links. Schwindelig, schwindelig, schwindelig. Wenn ich sehe, wie Sie sich so drehen, wird mir ganz und ganz Bürgermeisterin Goodway, setzen Sie sich lieber und ruhen Sie sich aus. Eisbeutel! Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Chicaletta scheint eine Menge Spaß zu haben. Aber Zuma und ich bringen sie und die anderen lieber wieder sicher nach oben. Du hast vermutlich recht. Chicaletta sieht richtig... Was ist das? Was immer das ist, es ist riesig. Komm mit, Zuma. Gehen wir runter und sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Ich bin bereit zum Untertauchen. U-Mobil. Das ist eine Meeresschnecke. Und sie mag Captain Turbots Taucherglocke. Donnerwetter! Die hat uns voll in ihrem Meeresschnecken-Supergriff! Volle Kraft voraus, Zuma! Greifarm! Will sie jetzt Fangen spielen? Also gut, geht los! Das ist unfair, sich einfach so auf die Glocke zu setzen. Aber wir sind schlauer als sie. Du weißt, was zu tun ist, Zuma. Wird gemacht, Ryder. Gille, gille, gille. Es funktioniert. Ziehen, Zuma. Schnell. Ich hab die Glocke. Meeresschnecken sind nämlich sehr kitzlig. Captain Turbot, wir haben Ihre Taucherglocke.
Das ist spektakulär. Mal sehen, wie es den drei Ausreißern geht. Chicaletta, geht es gut? Ach, ich bin ja so erleichtert. Oh, mir wird ganz hoppala. Das war knapp. Jetzt müssen wir die Taucherglocke nur noch zurück an Bord bringen. Alles klar, der Haken ist fast in Position. Oh nein, die Haltevorrichtung der Glocke ist weg. Ist auf der anderen Seite der Glocke nicht auch eine Haltevorrichtung? Ach so? Ja, CB, 45 Grad in Richtung Seilwinde drehen. In Richtung Seilwinde. Die drei Ausreißer haben CBs Schlafmodus aktiviert. Keine Sorge, Captain. Ich weiß, wer uns helfen kann. Greif an! Ich komme von hier aus leider nicht ran. Ich muss auf der Glocke stehen. Geschafft, Rocky! Holt mich bitte hier runter, solange ich noch knochentrocken bin. Na, das geht. Dieser Adler klingt aber nicht glücklich. Gut, dass Sky nicht bei uns ist. Den Adler zu hören, würde sie auch nicht gerade glücklich machen. Chase, Ryder, beeilt euch! Die arme Chicaletta hat solche Angst. Ruff, ruff. Leiter ausfahren. Marshall ist schon auf dem Weg. Chicaletta, du bist in 0, nichts gesichert. Der Rucksack ist eingehängt. Drahtseil einziehen. Chicaletta! Ich fange sie auf. Das Hühnchen ist gelandet. Chicaletta, das kitzelt. Ach, so ein Glück. Marshall, du bist ein Held. Gut gemacht, Marshall. Kommt hoch. Mein geliebtes Taschenhuhn, du bist in Sicherheit. Chicaletta geht es gut, aber mit dem Adler stimmt etwas nicht. Er klingt so unglücklich. Oh, oh, Fellfreunde, wir haben noch ein Problem. Die Adlermutter hat sich in einer Schnur verheddert und kann nicht aus dem Nest. Eine Mutter, die nicht losfliegen kann, um Fressen für ihr Baby zu holen. Das ist ein Notfall. Ein Fellfreund muss da hoch und den Adler befreien. Das wird ihr nicht gefallen. Ich weiß, aber dieser Adler braucht Skys Hilfe. Sky, ich brauche deine Hilfe. Kein Problem, Ryder. Ein Adler hat sich in einer Schnur verheddert. Er kann weder fliegen noch sein Nest verlassen. Du musst ihn befreien. Ein Adler? Ist gut. Ah, Flügel! Diese Boote haben Flügel! Es ist knifflig, Sky, aber du kriegst das hin. Siehst du die Schnur am Bein des Adlers? Ich sehe sie. Sie hat sich am Nest verheddert. Wir müssen den Adler befreien. Kommst du an das Nest heran? Ich muss es versuchen. Sei vorsichtig, Sky. Oh, Schreck. Also dann, neuer Plan. Chase, benutze deine Flugdrohne als Ablenkung. Beschäftige den Adler, damit Sky es näher ranschafft. Oh, tolle Idee, Ryder. Ein klarer Fall für Pfotenagent Chase. Flugdrohne. Das ist deine Chance, Sky. Verstanden, dann mal los. Juhu, ganz toll! Geschafft, Sky, der Adler ist frei. Du und die Fellfreunde sind großartig, Ryder. Danke. Wer immer uns braucht, gibt einfach... laut.
Warte, der Adler ist frei. Meine Drohne. Hol sie lieber aus der Luft, Chase. Das gilt auch für dich, Sky. Ich möchte, dass du landest. Sky, alles in Ordnung? Alles bestens, Ryder. Ich sehe mir nur das Adlerbaby an. Und es ist so süß. Süß? Oh. Ende gut, alles gut. Dank euch braven Fellfreunden fahren wir zurück in die Zentrale. Alles klar. Danke, Ryder. Gern geschehen. Chicaletta, du hast dich gar nicht bei unseren Fellfreunden für deine Rettung bedankt. Oh, Ryder, danke, dass ihr gekommen seid. Wenn wir die Bühne nicht wieder in Ordnung bringen, fällt das Lookstars-Konzert aus. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Das Konzert wird stattfinden. Chase, sichere den Arbeitsbereich. Ein klarer Fall für Chase. Rocky, schnapp dir die Sitzbretter und bau den Zuschauerbereich wieder auf. Wird gemacht, Ryder. Rubble, befestige die runtergefallenen Scheinwerfer wieder an der Bühne. Bin schon dabei, Ryder. Ruff, Kran. Und jetzt wieder hoch mit dem Banner. Leg los, Rubble. Ruff, ruff. Ja, die Paw Patrol rockt! Oh, wow! Ich schätze, über die Brücke fährt heute keiner mehr. Oh, du meine Güte, er ist es! Hallo, Fan, hier ist dein Nummer 1, Luke. Ich meine, hi, Luke, hier ist deine Nummer 1 Bürgermeisterin. Ich meine... Hallo, Frau Bürgermeisterin, ich habe ein kleines Problemo. Oh, nein! Was für ein Problemo? Ich meine, welches Problem? Wie ich hier rüberkommen soll. Der Sturm hat die Brücke zerstört. Herrje! Die Brücke ist ein Totalschaden. Ryder, du und die Paw Patrol müssen etwas tun. Warte dort, Luke. Die Paw Patrol ist auf dem Weg. Ryder, du musst das Konzert unbedingt retten. Ich kümmere mich darum, Rubble. Sky, Zuma, wir treffen uns an der alten Brücke. Der Sturm hat sie zerstört. Jetzt müssen wir Luke und seine Ausrüstung über den Fluss bringen. Verstanden, Ryder. Diese Pfoten haben Flügel! Volle Kraft voraus! Und Marshall? Hä? Komm doch bitte zur Bühne und hilf beim Aufräumen. Ich kann's kaum erwarten. Oh. Ryder! Hallo, Luke. Wir bringen dich in 0, nichts rüber. Luke Stars. Höchstpersönlich. Und wir dürfen ihn retten. Sky, bereite das Rettungskabel vor. Habe verstanden. Und Zuma, wir transportieren Lukes Ausrüstung mit deinem Schlauchboot. Auf die Plätze, fertig, Zuma. Schraubendreher. Gut gemacht, Rocky. Wir schaffen es genau rechtzeitig. Ryder, die Bühne ist fast fertig. Was macht unser Star? Wir bringen gerade alles über den Fluss. Es sollte nicht mehr lange dauern. Großartig. Dann bis gleich. Oh. Fertig, Sky. Dann geht es los. Zuma, halte das Schlauchboot bereit. Da kommt Lukes Ausrüstung. Verstanden, Ryder. Klar, Luke, jetzt bist du dran. Kannst kaum erwarten. Danke, Sky. Jetzt müssen wir Luke nur noch zu seinem Konzert bringen. Oh je, alle warten auf das Konzert. Ryder, wann kommt ihr denn? Wir sind gleich da, keine Sorge. Wenn Chicaletta doch nur ihren Hühnertanz geübt hätte. Sie hätte alle unterhalten können.
Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist, bis Ryder und Luke hier sind. Hallo, liebe Freunde. Luke Stars wird gleich hier sein. Aber bis dahin einen riesigen Applaus für Rubble und die Paw Patrol Band. Ein Hund wie ich mag einen Hund wie dich. Was immer du willst, das ist auch das Ding für mich. Ich höre dich bellen, ich wart auf dich. Ein Hund wie du ist ein Hund für mich. Ein Hund wie ich, ein Hund wie ich. Ja, ich platz vor Stolz, wir sind ein gutes Team. Ein Hund wie ich, der glücklichste Fellfreund, den's gibt.